Kapitel 5 Tag für Tag. Aufgabe 5a. Welche Uhrzeit hören Sie? 1. Es ist jetzt 14 Uhr. 2. Der nächste Zug nach Hannover fährt um 10.07 Uhr von Gleis 15. 3. Jetzt ist es 3:45 Uhr. Gleich geht es weiter mit dem Wetterbericht. 4. Das Konzert beginnt um 11:30 Uhr auf dem Marktplatz. 5. Wir bitten Herrn Müller für den Flug 334 nach Wien, Abflug um 9.14 Uhr, zum Ausgang G20 zu kommen. 7b. Auf der Familienfeier. Das ist ja ein süßes Baby. Ist das ein Junge oder ein Mädchen, Tom? Ein Mädchen. Sie heißt Julia. Sie ist die kleine Schwester von Noah. Ah, Noah und Julia sind Geschwister. Das ist ja schön. Ja, und da drüben der ältere Mann und die Frau, das sind die Oma und der Opa von Noah und Julia. Aha, das sind die Großeltern. Und wo sind die Eltern? Da drüben am Buffet ist der Vater. Er heißt Jens. Und neben der Oma von Julia steht die Mutter, Rosi. Die beiden sind schon lange verheiratet. Und wer ist die Frau neben Rosi? Das ist Rosis Schwester, Marie. Und der Mann am Grill ist ihr Ehemann, John. Und wer ist der Mann da drüben? Das? Das ist Rosis Bruder, Rolf. Puh, so viele Verwandte. Ist Rolf auch verheiratet? Nein, er ist nicht verheiratet, er ist ledig. Komm, Lea, wir sagen ihm Hallo. 8a. Vater. Krank. Hören. Geschwister. Frau. Verheiratet. Konzert. Mutter. Aber. Nur. Dezember. Fahrrad. Sehr. 12b. Was passt wo? Hallo Marie. Hallo Leon. Wie geht's? Danke, gut. Hast du am Samstag Zeit? Am Samstag muss ich arbeiten. Und am Sonntag? Da will ich eine Radtour machen. Willst du mitkommen? Ja, das ist eine tolle Idee. Wann können wir fahren? Um 7 Uhr. Oh, 7 Uhr? Da will ich noch schlafen. Na gut, um 8:30 Uhr. Okay, um 8:30 Uhr komme ich. Super, bis Sonntag. 14b. Ein Termin beim Arzt. Praxis Dr. Steinisch, Svetlana Keller, guten Tag. Hallo Frau Keller, hier ist Wolf, Rita Wolf. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern einen Termin. Ja, gern. Wann haben Sie denn Zeit? Haben Sie heute noch etwas frei? Nein, heute geht leider nicht mehr. Haben Sie morgen Zeit? Morgen muss ich arbeiten. Ich kann ab 17 Uhr. Das ist zu spät. Und am Mittwoch? Am Mittwoch habe ich vormittags frei. Dann kommen Sie doch am Mittwoch um 10 Uhr. Geht das? Ja, das geht. Also am Mittwoch um 10 Uhr. Genau. Und wie war noch einmal Ihr Name? Wolf, Rita Wolf. Auf Wiederhören. Bis Mittwoch, Frau Wolf. Tschüss. 15. Ein Termin beim Arzt. Hören Sie und antworten Sie.
Praxis Dr. Steinisch, Svetlana Keller, guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Haben Sie am Freitag Zeit? Und heute, am Mittwoch? Und am Donnerstag können Sie vielleicht am Vormittag? Gut, dann kommen Sie um 9.30 Uhr. Auf Wiederhören. Das kann ich nach Kapitel 5. R1. Welche Uhrzeiten hören Sie? 1. Wann macht der Bäcker zu? Um 6:30. 2. Wir gehen heute ins Kino. Wir treffen uns um 7:55. Kommst du auch? Ja, gern. 3. Wann stehst du morgens auf? Um 6:20. 4. Entschuldigung, wie spät ist es bitte? Es ist 2:15.